Zuletzt bei Horizon Zero Dawn. Wir konnten mehr über das Projekt Zero Dawn herausfinden. Es wurde die zivile Bevölkerung geopfert, damit Elisabeth Solbeck mehr Zeit bekommt, um an einer geheimen Raketenbasis an Zero Dawn zu arbeiten. Wir wissen noch nicht, was es ist, allerdings scheint es eine Art Superwaffe zu sein, für die sie viel Unterstützung von ausländischen Forschern benötigt, um irgendwie die wild gewordenen Maschinen zu besiegen. Der Preis dafür war, wie bereits erwähnt, beinahe die komplette zivile Bevölkerung. Hi, meine lieben Freunde. Ich habe das letzte Gefäß gefunden, was wir jetzt schon zwei Parts lang so gefühlt vergeblich gesucht haben. Es ist auf der anderen Seite. Es ist einfach auf der anderen Seite des Flusses. Es ist am äußersten Rand des Kreises. Der Kreis ist extra so platziert, dass du eigentlich hier nicht danach suchst. Aber jetzt haben wir alle alten Gefäße. Und vor allem damit haben wir jedes Collectible im Nora-Gebiet. Das ist wirklich, wirklich crazy. Und jetzt werden wir noch dieses Banditenlager ausräuchern, weil dann wird es auch nicht mehr viele von denen geben. Ich weiß nicht, ob das sogar schon das letzte ist, das werden wir gleich mal abchecken. Und dann würde ich vorschlagen, nutzen wir den heutigen Part mal ein bisschen dazu, noch ein paar Collectibles zu sammeln, weil es sind gar nicht mehr so viele. Also, ich muss sagen, Horizon Zero Dawn hat eine angenehme Menge an Collectibles. Also, es ist schon so, dass es eine gewisse Zeit lang dauert. Ich meine, wir sind schon jetzt wirklich eine gewisse Zeit lang hier im Spiel unterwegs. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass es so immer in so einer greifbaren Reichweite ist. Und allein schon dadurch, dass sie es in so Sets unterteilt haben, ist es irgendwie noch viel motivierender, die zu sammeln, weil es fühlt sich nicht wie so eine große Menge an, sondern halt so wie, ja, so mehrere kleine, die du sammelst, wo du immer wieder so ein Rewarding-Gefühl bekommst, wenn du es quasi gepackt hast. Und das ist echt, echt stark. Aber im Kaja-Gebiet ist noch einiges los, aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir nicht mehr lange brauchen, wenn wir das jetzt ein bisschen fokussieren, bald alle Collectibles in diesem Game zu besitzen. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. So, ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, dass ich hier vielleicht die ganzen Ausrufezeichen mal aus dem Inventar rausbekomme. Das würde ich tatsächlich mal recht angenehm finden. Sehr schön. Hier haben wir noch irgendwo ein Spezialobjekt. Das sind diese ganzen Gefäße, die wir sammeln. Genau, die Munition gucken wir hier noch ganz kurz frisch an. Ja, ja, ist alles wunderschöne neue Munition. So, jetzt haben wir nämlich hier keine Ausrufezeichen mehr. Beim Herstellen ist es, glaube ich, auch nur die Munition, die neu ist. Genau, die Feuerbombe ist mir auch egal. Kann ich meine Tragetasche mittlerweile irgendwo erweitern? Habe ich irgendwas, was ich hier pushen kann? Ja, habe ich. Zersprenger, was auch immer. Bin dabei. Zwei Upgrades hier. Schleuder können wir komplett voll machen. Geil. Sehr schön. Auch hier geht's gut voran. So, und questtechnisch muss ich halt einfach die ganzen hier mal auch angucken. Banditenlager, genau. Zack, verdorbene Zonen. Da gibt es auch nur noch wenige, die uns fehlen. Ja, diese ganze Tutorial-Mission, da muss ich mal gucken, was es mit denen auf sich hat. So, jetzt haben wir aber keine Ding mehr. Keine blöden Anzeigen mehr von Ausrufezeichen. So, und hier machen wir jetzt das auch noch. Leichte Speerangriffe schlagen viel wahrscheinlicher Rüstung ab. Hol ich mir. Den Kriegerpfad, den will ich vollständig haben. So, und jetzt hau ich mir noch hier ganz kurz die Stolperfalle hier oben hin, weil dann fühle ich mich nämlich im Kampf einfach wohler. So, und wir nehmen jetzt einfach mal hier drei von diesen Pfeilen und zünden die dem Dude einfach mal hinten auf seinen Beutel. Sehr gut, Hübi. Also gut gemacht. So. So, ausweichen. Ganz wichtig. So. Oh, ich treffe ihn von der Seite nicht so gut. Ich schieße mal vorne auf seinen Beutel. Sehr gut. Ausweichen. Genau. Zeig mir den Hinterteil, Baby. Oder deinen Hals vorne. Sehr gut. Aua. Ups. Das war's. Der Dude verbrennt. Oder? Nein, tut er nicht. Okay. Jetzt wäre fast noch sein anderes Teil hier hochgegangen. Dann nehmen wir uns Nahkampfschutz. Ja, why not? Solange wir Platz haben, bin ich dabei. So, dann brauche ich hier mal neuen Stuff. Ich liebe die Scharfschützenpfeile, ich finde die so cool. Und den Wächter haben wir auch einfach mit der Feuerexplosion eliminiert. Das ist allgemein, finde ich, so geil. Diese Kollateralschäden in diesem Spiel werden so böse belohnt. Also, wenn man irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche von diesen Stromreaktoren, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, ich bin sicher. Mit quasi, über, oh Gott, zu viel Spannung draufpackt, wie nennt man das? Nicht überhitzt,
Na, keine Ahnung. Ich habe eine etwas längere Aufnahmesession hinter mir. Mein Hirn schmilzt. Spaß beiseite, mir geht's super, Freunde. Aber wenn ich so immer spät abends dann noch aufnehme, so weil ich einfach Bock habe, also dieses Spiel macht mich wirklich verdammt süchtig, da merke ich manchmal, wie meine Brainleistung so ein bisschen nachlässt. So. Welcome to the Banditenlager. Wir haben mittlerweile eine neue Fähigkeit, dass wir diese Bossgegner aus Sneaky rausnehmen können. So, und jetzt schaue ich mal, dass, wie viel der Banditenlager ist das eigentlich noch? Yo, das letzte? Ja, moin! Das ist das letzte Banditenlager. Also collectible-technisch sind wir echt auf einem verdammt guten Weg. Ich bin stolz auf uns. Ich bin wirklich stolz auf uns. Wow. Cool. Freunde, so fühlt sich Progress an. So. Wir sind da. Und, wo ist der Alarm? Da unten. Den werde ich mir direkt vornehmen. So, da ist ein Bossgegner. Das ist schon mal ätzend, dass ein Bossgegner am Alarm steht. Sie haben einen Alarm eingerichtet. Habe ich den Angriff von oben ich eigentlich muss dafür mittlerweile? Sorgen, dass Sie ihn nicht ja, habe ich. Okay, es ist dumm. Aber jetzt machen wir den Alarm kaputt. Und dank der Tarnrüstung haben die mich erstmal gar nicht geschnallt. So. Okay. Sie ist verschwunden. Nice, die wissen nicht mehr, wo ich bin. Passt auf, Freunde, jetzt kommt ein IQ-Move. Und jetzt auf die Suche machen, Leute. Ah, kommt ihr nicht hier rein? Doch. Zu wild. Da kommt noch ein Boss. Ah! Mann! Wenn wir uns nicht wehren, sind wir geliefert. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Die haben sich wieder gespottet, ne? Sehr schön. Oh mein Gott, ich habe beide erwischt. Sehr schön. Ich bin vor dir dran. Mit einem miesen Schlag. Du bist weg. Oh, der weicht den Pfeilen aus, du Sohn. Oh mein Gott. Bruder, hä? Der war aber ein Treffer. Das war lächerlich. Weg, weg. Oh, nochmal das Inferno. Genau. Okay, das waren die schlechtesten Pfeile, die ich, glaube ich, in meiner gesamten Horizon-Karriere geschossen habe. Sehr schön, der ist down. Ist auch ein Bossgegner. Zack. Der ist auch weg. Da ist noch einer. Okay. Freunde, das sind die letzten Banditen, die wir jemals verprügeln werden. Genießt es nochmal, Freunde. Genießt es nochmal. Viel wird es von denen hier bald nicht mehr geben. Was bin ich? Ich hab dich nicht ganz verstanden. Ich krieg dich. Das war sogar ein Headshot. Sehr schön. Ich mache jetzt hier nochmal so Ultimate Rampage. Einfach schön durchrattern. Ein paar Heiltränke trinken. Das war eine Feuerfalle. Aber dann kann ich nämlich den Shit hier noch mitnehmen. Sehr gut. So, da ist nochmal einer von den stärkeren Gegnern. Hello, guys. Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt hat er mir nochmal auch mal in die Fresse gegeben. Die treten mich immer nur. Oh nein, er hat mir seinen Fuß in die Fresse gedrückt. Bitte nicht. Das ist ja so übel. So, hier ist nur so Zeug zum, genau. In diesen Trümmerhaufen ist nie was drin, was man braucht. Was geht, Meister? So, und jetzt machen wir den Rest hier mit Flammenpfeilen. Zwei Pfeile auf die Sehne. Einige Bossgegner hier am Start, ne? Okay, der brennt. Sehr schön. Oh, shit. Der brennt auch. Sehr gut. Daneben. Brennt. Brennt auch. Oh, der hätte sogar eine schwere Waffe gehabt. Der hätte hier richtig rasieren können. No. Aber ich glaube, das war's, oder? Jawohl! Alle Banditenlager. Da kommt sogar das Steam-Achievement unten in der Ecke. Geil. Sehr, sehr, sehr geil. Es gibt keine Banditen mehr in dieser Welt. Zumindest nicht mit mir. So, das Amulett, da will ich eigentlich gar nicht haben. Das macht nur mein Inventar voll, das weiß ich. Schnellreisepakete brauche ich auch nicht. Aber die Scherben hier nehme ich mit. Okay!
Ja, mehr will ich hier eigentlich gar nicht machen. Also das ist, ich war eigentlich nur hier, um die mal ein bisschen wegzurasieren. So zieht sich eine Lore. Sieht man das im Questlog irgendwie, dass ich alle Banditenlager habe? Neil, ein geheimnisvoller Fremder, fordert Ella bei ihrem Zusammentreffen dazu auf, mit dem Banditenlager zu überfallen. Ach stimmt! Wir können ihm jetzt quasi erzählen, dass wir alle Banditenlager erledigt haben. LOL. Das ist ja mal verrückt. Der chillt sogar hier vor dem Lager? Der wartet sogar auf uns? Oh boy. Kriegen wir jetzt eine fette Belohnung von ihm? Ja cool, dann kriegt sogar wirklich diese Banditenlager-Quest sogar jetzt mit Neil, den habe ich schon ja komplett vergessen. Sogar nochmal einen, ich sag mal, den richtigen Abschluss. So, ne? Dann kriegt man jetzt wahrscheinlich auch nochmal gesagt, hey Bro, du hast alle Banditenlager erledigt. Geil, Mann, du bist nice. Wir appreciaten deinen Aufwand, den du betrieben hast. Sie ziehen weiter. Es ist so bittersüß. Wie ein Lächeln mit blutigen Zähnen. Was ist denn los? Du siehst enttäuscht aus. Die Banditenclans sind fort. In der Südebene soll noch einer abgedreht haben. Nur wegen unseres legendären Schaffens. Das war der Sinn dieses Blutvergießens. Die Banditen zu vertreiben. Aber jetzt ist niemand mehr zum Töten da. Außer... Nein, nein. Dann heißt es jetzt wohl, lebe wohl. Nach all unseren Taten ist dies nicht der richtige Ort. Da ist ein Berg, südlich von Meridian, mit Blick auf die Speerschäfte. Triff mich dort. Okay, alles klar. Ich hatte sowieso vor, zurück nach Meridian zu gehen, weil, wie gesagt, das Nora-Gebiet hat nichts mehr für uns übrig, außer den Eingang zum DLC-Gebiet, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. So, hier ist einiger Stuff, den wir sammeln können. Hier ist auch ein frisches Jagdgebiet und hier ist auch noch, das ist das Ding. Okay. Dann Vorschlag. Alter, hier kann man wirklich richtig geil entlanglaufen, ne? Okay, ich gehe hier hin. Und dann laufe ich die ganzen Collectibles ab mit großem Finale im Jagdgebiet, wo wir dann hoffentlich auch noch 3 Glutsonnenpakete abholen. Die Jagdgebiete sollte ich als nächstes fokussieren, weil wenn wir 15 Glutsonnen haben, also in den 2 fehlenden Jagdgebieten noch alle 3 Glutsonnen hinkriegen, dann können wir uns aus der Jägerloge die 3 crazy Waffen abholen. Und da habe ich Bock drauf, weil ihr habt gesagt, neben Waffen aus dem DLC noch, sind das die besten im gesamten Spiel. Würde ich schon fühlen, wenn wir die in unserem Inventar begrüßen könnten. Nennen wir es mal ganz vorsichtig so. Wenn ich sogar die Waffen, mit denen wir einfach alle unsere Gegner komplett zerfleischen. Aber jetzt gibt es erstmal ein paar Collectibles. Ich weiß gar nicht, was es uns bringt, diese Panoramen zu sammeln. Also ob wir dafür auch eine Belohnung kriegen oder ob das einfach nur so für uns ist, so zum Lernen über die Story, so in die Richtung. Nur da ist nochmal sehr schön. Für später. Die sind überall noch Heilpflanzen. Die nehme ich mir gerne mit. So, dank unserer Rüstung sind auch unsere, Purzelbäume und so viel leiser. Aber da unten ist auch noch ein Graser. Okay, das war nicht so erfolgreich. Ich düse mal ab. Ja, weiter, nämlich der kommt. Okay, ich düse nicht ab, alles klar. Okay, dem habe ich irgendwas abgeschossen, sehr geil. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ja. Waren die gegen Schock anfällig? War das das? Ich glaube schon. Oder war es Feuer? Ich glaube, Feuer zieht immer. Oh no. Okay, sehr schön. So, jetzt passt auf. Jetzt kommt die... Warte mal, erstmal du weg. Bevor ich hier irgendwas tue. Oh shit. Drecksteil! Ich hatte nie ein Problem mit dir. Okay, wir gehen die Feuervariante. Ich glaube, Feuer ist besser. Jetzt fällt mir auch auf, warum unser Feuer so effektiv ist. Weil wir haben ja auf unserem Bogen diese Upgrades drauf für mehr Flammen. Oh, zack. 3 Pfeile drauf. Feierabend. Sehr gut. Das werde ich noch brauchen. Diese blöden Wächter haben mich voll aus dem Konzept gebracht. Ja, was soll's. Nehmen wir alles mit. Da ist das Wächterherz drin, das ist mir eigentlich ziemlich egal mittlerweile. Okay. So,
Warum hast du da vorne so wenig Leben? Das sind free Erfahrungspunkte. Sorry, Bro. Das sind einfach 500 Erfahrungspunkte haben oder nicht haben. So, hier sind wir in dem Gebiet. Da oben, das könnte sich doch anbieten, oder? Sehe ich das falsch? Ich meine, das ist auch in dem Gebiet und die Panoramen sind gerne an erhöhten Punkten. Ich glaube, da unten ist es. Ich glaube, da unten ist es, Freunde. Muss ich nur aufpassen, was ich hier tue? Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Tja. Das Leben ist hart, Madame. Oh, eine Villa. Verdammte Scheiße. Dieser fickte Heber, der deinen Arm und dein Schlüsselbein zerquetscht hat. Bevor du Wyatt kennengelernt hast, das war in einer Mine hinter diesen Wasserfällen. Und ich war so ein Arschloch. Ich freue mich schon, diese ganzen Panorama-Aufzeichnungen nochmal alle gesammelt anzuhören, weil es ergibt alles aktuell so von vorne bis hinten für mich aktuell gar keinen Sinn. So. Dann porte ich mich mal kurz hier runter. Das Schöne ist, je näher das Lagerfeuer ist, desto schneller ist auch die Ladesequenz, weil, ja, das Spiel obviously nicht so viel Distanz zu laden hat. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier die nächste Metallblume finden. Ich glaube, wir haben jetzt schon 10. Kann es sein, dass wir 10, Job chillen? Das wird mir noch weiter Dank helfen. Unserer Schleichrüstung finden wir uns gar nicht mehr. Ich hätte schon viel eher auf die Schleichrüstung wechseln sollen. Die ist wirklich, wirklich gut. Schaut euch das an. Ich laufe hier einfach rum. Die checken nichts von vorne bis hinten. So. Irgendwo hier ist diese Blume. Da ist sie. Okay, das ist recht chillig. Sehr angenehm. Warte mal kurz, ich schau mal kurz hier hin, weil wir jetzt hier neue Objekte haben. Genau, das Panorama-Set, zwei Panoramensets sind schon vollständig. Sehr schön. Und ich laufe jetzt aber trotzdem noch kurz da hoch, weil hier ein Lagerfeuer ist. Was ich mir auch noch kurz aktiviere. Das kann nie schaden. Oh no, ich kann da nicht hoch. Aloy. Ah nee, da komme ich glaube ich nicht so easy rüber, oder? Ich schau mal kurz nach. Wie gesagt, das ist... Das sind so Punkte, die man sich einfach mal gut sparen kann, weil ich mir vorstellen kann, dass hier noch irgendwas... Oh, da oben ist auch noch eine Metallblume. God damn it! Die sind aber auch überall. Aber wenn wir schon mal hier sind, nehme ich sie mit. Ich bin sehr hyped gerade darauf, die Collectibles einzusammeln. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann nutze ich einfach die Chance, die wir haben. Aber das könnte auf der anderen Seite sein. Nee, da führt ein Weg hin. Da führt ein Weg hin. Doch, die müssen wir auch finden. Die müssen wir auch hinkriegen. Da vorne ist ein Wächter. Sehr gut. Bevor der irgendwie Stress direkt erledigen. Ich bin mehr als bereit für dich. Oh, da ist noch einer. Oh, ich treffe nur die Rüstung. Verdammt. Okay, er liegt am Boden. Oh nein, was war das? Das war wahrscheinlich auch einer von denen, ne? Aber ich mach den hier. Ich glaube, ein kritischer Schlag, genau, bringt nochmal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Yo, Bro! Tja, ein kritischer Schlag und du liegst am Boden. Und jetzt spür meinen Speer in deinem elendigen, kalt pumpenden Maschinenherz. Elendiges Biest. Boah, der Schneesturm wird richtig widerlich hier oben. Was man nicht alles für so ein paar blöde Metallblumen tut. Ich bin gespannt, was die Belohnung dafür ist. Wir können das ja bei diesen Händlern immer eintauschen. Die Steine nehme ich mit. Wer weiß, ob ich die bei den Glutsonnenprüfungen nochmal brauchen kann. Ich bin gespannt, ob sich das lohnt. Also was wir da bekommen. Also ich meine, dass die Belohnung für die Glutsonnenprüfung so, das wissen wir, das lohnt sich zu 100%. Aber so dieses ganze Gefäße sammeln und so, wer weiß. Boah, ist das ein ekliges Wetter hier oben. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, geile Atmosphäre, die das Spiel hier erschafft. Oh, 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 hallo. Oh, du brennst. Der ist über meine Falle gehüpft. Ach komm, mach doch nicht diesen. Egal, ich habe hier zwei Fallen gespannt. Ja. So, sehr schön.
Oh, ich liebe es, wenn ich diese Maschinen immer so einzeln antreffe. Dann kann ich den Kampf einfach immer richtig gut planen. Merkt ihr, wie ich hier gerade einfach rumlaufe? Plünderer und Wächter und was es nicht alles gibt. Sägezähne, einfach so mal so in dem Handschnitt mal ledige und mir dabei einfach noch so ein paar Utensilien mitnehme. Voll geil. Und da ist sie auch schon. Oh mein Gott, ich habe den richtigen Weg gewählt hier hoch. Wenn ich von der anderen Seite gekommen wäre, wäre das nichts geworden. Sehr geil. So, das passt. Und dann porten wir uns wieder hier hin. Weil da sind dann gleich noch zwei weitere Dinge, die auf uns warten. Eine Banuk-Figur, das ist dann Nummer 5 von 6. Und eine weitere Metallblume. Und jetzt ist wirklich bald das ganze Nora-Gebiet abgeschlossen. Also ihr habt mir gesagt, das Projekt wird safe über 100 Parts haben. Ich meine, wir sind, glaube ich, gerade, wenn ich richtig liege, dieses Part-Nummern-Ding ist für Let's Play immer ein bisschen schwierig. Wir müssen in Part 45 sein. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir nochmal 50 Parts haben. Ich meine, bitte spoilert mich nicht. Lasst diese Meldung einfach so stehen. Vielleicht ist das Spiel einfach noch viel größer, als ich denke. Aber ich habe das Gefühl, dass wir wirklich uns gar nicht schlecht anstellen. Sehr gut. Vor allem ist es wirklich halt einfach free Erfahrungspunkte. Das sind einfach so ein paar... Ich meine, das ist einfach die... Ich töte die und als Belohnung kriege ich dann irgendwann, wenn ich Level-Ups bekomme, mehr Lebenspunkte und Fertigkeitspunkte. Also das ist schon, ich denke mal, recht sinnvoll, wenn man auf dem Weg so ein paar Maschinen sich noch mitnimmt. Aber ich finde es halt so crazy, wie früher so... So, jede Maschine hast du so voll überlegt, wie du das am besten anstellst, ne? Und jetzt marschierst du einfach durchs Leben und die können die alle gar nichts mehr. Das ist so geil. Hi, Meister! Oh, wir haben uns gegenseitig gegeben. Da ist die Metallblume schon! Die liegt direkt vor unserem Gesicht. Ja, mega. Zack! Kriege ich eigentlich Erfahrungspunkte für diese ganzen Collectibles? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber kein Problem, denn wir düsen dann als nächstes gleich hier hoch. Und da ist auch ein Dorf, ein neues, was wir bisher noch gar nicht bereist haben, wo es dann auch neue Quests für uns gibt. Da muss ich mal gucken, wie präzise ich da sein werde, alle Nebenquests zu machen. Aber ich denke, sinnvoll ist es auf jeden Fall, gerade weil da doch eigentlich, ich sag mal, ein paar spannende Geschichten auch einfach erzählt werden. Gutes Licht bedeutet Ärger. Ja, aber ich kletter hier hoch und da können sie mir nicht folgen. Das ist... Sie sind nicht in der Lage, das Land, ne, die Szenerie so zu nutzen, wie ich es tue, zu meinem Vorteil im Kampf. So, da oben sehe ich schon ein gespanntes Seil in der Entfernung, sogar mehrere. Bloß die Wandmalereien sehe ich noch nicht. So, aber jetzt nehme ich mir erstmal hier... Zwei Quests gibt es hier sogar. Nehmen wir uns mal die mit. Hi! Kleine Maid, ich bin Gera. Ich betreibe diesen geselligen Ort. Schön, was du draus gemacht hast. Hast du was auf dem Herzen? Bei Öffnung der Kaja-Festung erfuhr ich, dass mein Mann mich gesucht hatte. Doch nur die Nachricht erreichte die Festung. Er nicht. Du hast einen Mann? Kendert. Hab ihn beim Armdrücken gewonnen. Ich ließ ihn zurück, als ich das Anrecht verließ. Ein paar Metallverkäufer sind ihm an der Brücke am Blendbruch begegnet. Und wie du so auf dem Wind gleitest, kleine Maid. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich ihn. Aber willst du, dass er dich findet? Kennst du das, wenn man morgens aufwacht und einem alle Antworten fehlen? Trotzdem nee. Gehe ich jetzt zur Festung, um Vorräte zu holen. Viel Glück auf deinen Reisen. Danke. Ich werde Ausschau nach deinem Mann halten. Aber hier vorne braucht auch jemand Hilfe. Ich speichere hier mal kurz. Ich habe diesen kaum Schaden. Ich es geht doch auf deine Nein. Freunde sind in Gefahr? Mitarbeiter. Nicht, Freunde. Eine Handelskarawane auf dem Weg zu den Banuk und der ganze Weg wimmelt von Maschinen. Ich habe sie mit genügend Sprengpfeilen versorgt. Bei der Sonne, sie ließen sie zurück. What? Wenn ich die Karawane sehe, werde ich für sie tun, was ich kann. Tja, das ist schon mal mehr, als mir dieser wertlose Abschaum hier angeboten hat. Hier, das ist meine Munition für die Karawane. Du wirst sie brauchen. Und die Sonne leuchte für dich. Danke. Das ist sehr, sehr nett von dir. Und da sehe ich auch schon die erste Banuk-Zeichnung, Freunde. Hier ist auch schon die... Aber wahrscheinlich ist es auch ein kleines Banuk-Lager, oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich werde mal gucken, ob ich hier hochkomme. Nee, obviously noch nicht. Aber... Irgendwo muss hier ein Aufstieg sein. Ja, da sind die Zeichnungen, Freunde. Das sieht sehr gut aus. Ich würde einfach mal sagen, Road to Banuk-Figur, oder?
Nice. Und dann dürfte jetzt auch das Jagdgebiet da nicht weit weg sein. Und das Schöne an den Jagdgebieten ist, dass wenn man die drei Glutzonen bekommt, man so unfassbar viele Erfahrungspunkte kriegt. Da ist safe wieder das nächste Level up drin. Und dann, ey, wir grinden gerade auf so einem guten Weg durch dieses Spiel. Es ist so ein schöner Progress, den wir hier gerade erleben, weil wir jetzt einfach das Spiel besser kennen. So, man weiß, wo man hin muss, man weiß, wonach man Ausschau halten muss. Also es ist so ein massiver Skillfortschritt einfach bemerkbar. Und das ist so, ja, das ist so befriedigend irgendwie, wenn man sich überlegt, wie man am Anfang in diesem Spiel gespielt hat. So, man hat so kaum was verstanden. Ja, und dann hat man sich ein bisschen damit beschäftigt, lernt und liest Kommentare und lernt das Gameplay kennen und alles drum und dran. Und bam, auf einmal bewegst du dich durch die Welt und weißt genau, wo du hin musst und hilfst hierbei noch ein paar Leuten und dann tötest du hier ein paar Monster. Sieht aus wie eine und von das ist so cool. Ja, so sieht's aus. Nämlich Nummer 5 von 6. So, hier haben wir noch zwei neue Quests: Unterversorgt und auf alte Freundschaft. So, da sind wieder die Spezialobjekte mit Ausrufezeichen drin. Die mache ich kurz weg. Mich triggert dieses Ausrufezeichen mittlerweile voll. Okay. Ja, und dann haben wir auch hier die ganzen Kollekte. Ich glaube, damit ist das Nora-Gebiet wirklich abgeschlossen. Wenn man das hier oben noch dazu zählt, ich weiß nicht. Aber hier sind noch 3. Sehr schön. Da 4. Okay, da kann man hier so einen Weg laufen. Banuk-Figur, zack, zack. Da ist sogar noch eine Zone. Sehr geil. Ja, okay. Aber dann würde ich sagen, nächstes Ziel, die Jagdprüfung. Das ist sogar direkt hinter dem Dorf. Wahrscheinlich hat sich der, oder dieses Lager, Dorf ist glaube ich falsch. Aber ich glaube wahrscheinlich ist die Jägerprüfung extra hier, so für die Leute, die hier im Lager sind. Falls sie mal eben kurz ein bisschen ihre Jagdkünste testen wollen oder so. Eine schöne, kleine, gesellige Gegend hier oben, in der ich mich doch sehr wohl fühle. Hier ist nochmal ein Stein, wie gesagt, den nehme ich mit. Die kann ich, glaube ich, gut gebrauchen. Und ich hoffe, es sind einfach irgendwelche Kampfübungen. Ich liebe es einfach nur zu kämpfen und zu metzeln. So, das fühle ich einfach. Ich speichere gleich nochmal. So. Hi. Du kannst wegbleiben. Ich habe keinen Streit mit den Nora. Und ich habe keinen Streit mit dir. Was ist das hier? Dies ist Jagdgebiet. Ich bin der Hüter. Elementprüfung. Jetzt weißt okay. Du's. Warte, was wenn... Dann... Ja, okay. Was sind die Prüfungen? Hier wird das Geschick des Jägers mit unterschiedlicher Munition beim Jagen von Maschinen getestet. Das ist wenn okay. Du meine Prüfung nicht schaffst, solltest du vielleicht eines der leichteren Jagdgebiete aussuchen. Ja, bleib mal entspannt, ich habe 9 Glutzonen. Wie viele Jagdgebiete gibt es? 5 insgesamt. Ja. Was Let's sind die go. Prüfungen? Hier wird das Geschick, wenn du meine... Wie viele Jagd... 5 insgesamt. Ich will deine Prüfung machen. Ah, du hier Prüfung starten. Feuerkampfprüfung. Bei diesem Test schießt du mit Feuerpfeilen auf Behälter von Läufern. Triffst du okay. Sie richtig, gibt's einen schönen Knall. Ja. Okay. Das klingt doch eigentlich recht simpel. Füll ich mal hier auf. Aber mit Feuer bin ich eigentlich ganz gut. So, wo sind die Läufer? Ah, da. I see. Okay. Ja, dann probieren wir es mal. Wie viele muss ich treffen? 4. Zack, Nummer 1. Da vorne sind sie, die laufen weg. Muss sehr aufpassen jetzt, bis die mal stehen bleiben. Nummer 2. Nummer 3. 4! Ja, das war's! So leicht kann man sich eine Glutzonne verdienen. Ah, ich dachte, ich müsste quasi 4 Läufer treffen. Also 4 einzelne Loe-Behälter entzünden. Aber es ging nur darum, mit Hilfe der Explosion 4 Läufer zu zerstören. Und nachdem die hinten alle auf einem Haufen waren und wie ich schon mal erwähnt hatte, diese Kollateralschäden im Spiel massiv belohnt werden, war das eine sehr, sehr einfach verdiente Glutzone. Und das Geile an den Glutzonen ist, sie bringen unfassbar viel Erfahrung und Loot. Ich glaube, ich habe immer noch einige Glutzone-Packages, die ich noch gar nicht geöffnet habe. Ja, alles gut. Das machen wir bei Gelegenheit schon noch. Na, wie war's? Eine Glutzone. Beim ersten Versuch. Das ist erstaunlich. Ja. So, Eisprüfung. Wenn du genug Maschinen einfrierst und vernichtest, hast du schon bestanden. Okay. Wenn du das... Warte mal, dann rüste ich mal ganz kurz meinen Eisbogen besser aus. Kaja Kriegsbogen. So, ich packe noch eine zweite Eisausrüstung drauf. Dann haben wir jetzt hier 69% Eis, 40% Eis. Ja. Okay. Zack. Munition habe ich genügend. Ich sollte meine Waffen hier nicht benutzen. Das okay. Wäre geschummelt. Ja. Was muss ich tun?
5 eingefrorene Maschinen. So. Nummer 1. Nummer 2. Wie viel Zeit habe ich? 1,30. Okay. Dann mache ich hier mal direkt nochmal hier 2 Pfeile drauf. Machen wir hier weiter. Eingefroren. Zack. Wieder drauf. Eingefroren. Wieder drauf. Und das noch, dies noch. Du bist noch eingefroren. Okay, warte mal. Oh, shit. Mach jetzt keine Scheiße. Bleib da, bleib da, bleib da, Leute. Ich bin voll lieb und so. Zack. Genau, 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 genau. Eingefroren. Und jetzt kann ich einfach drauf feuern. Yes. Haha. Glutsonnen-LP. Very nice. Und vor allem vor der Feuerprüfung habe ich auch gar keine Angst. Weil, Alter, dass wir mit Feuer gut sind, das haben wir jetzt schon mehrfach festgestellt. Meine Bögen, also mein Hauptbogen ist mit, glaube ich, mit 3 lilanen Feuereffekten ausgerüstet. Also das ist halt. Aber jetzt bemerken wir mal, jetzt bemerke ich das erstmal so richtig, die Macht dieser Waffenverbesserung. Alter, das ist richtig, richtig krass. Das ist wirklich, wirklich heftig. So, zweite Glutsonne. Eine Glutsonne. Ja. Und jetzt noch Schock. Oh, bei da muss ich auch meine Waffe anpassen. Musst du Brüllrücken mit Schockmunition betäuben und Teile von ihrem Unterbau abschießen. Okay. Wunderbar. Dann werde ich auch hier kurz meine Waffe wieder anpassen. Und Schockmunition draufpacken. 38% Schock. Und 28 nochmal. So, Brüllrücken waren diese großen, ne, mit den fetten Tanks. Betäube Brüllrücken, entferne die Unterbauchbehälter. Das ist ein Brüllrücken, ja. Okay. Alles klar. Ja, wollen wir doch mal gucken, was abgeht. Bei 3 Stück, okay. Zack. Oh, ich hab die falsche Waffe. Oh, shit. Einen noch. Okay, okay. So, und wie kann ich da jetzt was entfernen? Nee, was ist der Unterbauchbehälter? Wartet mal. Ist das der Unterbauchbehälter? Nee. Okay. Das muss ich nochmal machen. Ich bin gerade in der Mission nicht so drin. Nee, das war nicht. Brüllrückenbehälter. Wie kann ich die denn entfernen? Warte mal, ich muss das ja erstmal bei dem hier testen. So. Ich schaue mir den nochmal an. So. Einfach einen kritischen? Nee, auch nicht. Hä? Wie komme ich denn hier an den Behälter ran? What the fuck? Oh, shit. Ich bin wirklich, also, warte mal hier. Muss ich hier so von hinten ran? Nee. Habe ich jetzt was abgemacht? Nee. Ah, der ist kaputt. Hä? Okay, warte mal. Ich muss gleich mal in mein Notizbuch gucken. So, okay, warte mal. Scannen, angucken. Halt du mal die Schnauze. Ich muss mich um Brüllrücken kümmern, nicht um dich. Stopp mal. Stopp mal. Was ist dieser Unterbauchbehälter? Wo sind die? Die Brüllrücken? Ich finde die gerade nicht in meinem Repertoire hier. Da drüben. Schlund? Frachtlohebehälter. Ferne Brüllrückenbehälter. Aber wie soll ich da rankommen? Hä? Ich kapier's nicht. Ich kapier beim besten Willen nicht, was ich da entfernen soll. Behälter entfernen. Hm.
Ich habe echt keinen Schimmer. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt vielleicht nochmal die hier kaputt mache, sind das diese die Behälter hier einfach? Alter, Digga! Gehst mir auf den Sack, ey! Muss ich den wieder erstmal einfrieren? Ich habe keine Muni mehr. Aber kein Problem, ich habe genügend Stuff. Noch mehr von euch! Ey, diese Läufer, ne? So. Sind das die? Nee, das sind nicht die Behälter. Oder ist damit der Rücken gemeint? Nee, Prüfung fehlgeschlagen. Freunde, ich denke, ihr erkennt die Verwirrung in meinem Gesicht. Und ich würde die Prüfung gerne noch machen, weil es dann einfach so schön hier in diesem Part passt. Ich bin verwirrt. Okay, warte mal. Ich lasse mir hier mal Details von dem geben. Das geht, glaube ich. So, nochmal Shop-Prüfung. Musst du Brüllrücken mit Teile von ihrem Unterbau abschießen. So, gibt's Prüfungsdetails bei nochmal. Bei dieser Prüfung musst du Brüllrücken Teile mit Shop-Munition betäuben. Ich probiere es nochmal, aber irgendwie werde ich noch nicht so ganz schlau daraus. Irgendwie. So, okay. Neuer Versuch. Zack, zack. So. Okay. Hier? Vielleicht da reinfeuern? Ja! Das! Das ist es! Die müssen ab! Die müssen ab! Okay, Freunde, das kriegen wir hin. Weil da sind nämlich drei dran. Da sind nämlich drei dran. Das war's! Hahaha! Okay. Ja, ich hab die jetzt irgendwie nicht als Behälter. Es waren Lohe-Behälter. Ja, keine Ahnung. Egal. Passt. Alles gut. We did it. Wir haben das vierte von fünf Jagdgebieten mit allen Glutsonnen abgeschlossen. Und wir haben viele Collectibles heute gesammelt. So. Jetzt hast du eine Glutsonne. Sehr geil. Jetzt haben wir nämlich alle Glutsonnen. Das ist das Wichtige. Sehr geil. Schaut euch oben die Erfahrungspunkte an, wie viel das einfach ist. Sehr geil. Noch ein Jagdgebiet und wir können uns aus der Jägerloge die fetten Sachen holen. Geil, geil, geil. So, was ist das hier? Schwere Speerangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Glaube ich, ist sehr gut. Ich kämpfe gerne mit dem Speer. So, und jetzt öffne ich noch die ganzen Kisten hier. Da, das sind noch Glutsonnenkisten. Scherben-Echohülse, Scherben-Echohülse, Scherben-Metallgefäß, Scherben-Metallgefäß, Scherben-Lohe. Und da haben wir jetzt hier noch drei. Scherben Echo, Scherben Kühlsaft, immer Scherben und Stuff. Oh, hier können wir alle öffnen. So viel Stuff, ey. Sehr gut. So, und hier ist nur so. Ist da irgendwas drin gewesen, dass ich jetzt mehr Zeug herstellen kann in der Tragekapazität? Ne, was fehlt uns hier? Ist auch Ratte ist auf jeden Fall, fehlt uns noch. Fisch immer noch. Gänse, what? Wo kriege ich ein Gänse her? Okay, Fisch, ganz Ratte brauche ich zum Erweitern. Alles klar. Aber, Friends, das soll es für heute gewesen sein. Sehr geil, dass es noch geklappt hat. Hier drüben haben wir noch eine Prüfung. Hier, genau, wir müssen die Munition zur Karawane bringen. Ne, so ein paar kleine Quests, die wir einfach noch zu erledigen haben. Ja, und ansonsten werden wir dann auch irgendwann hier noch weiter diese Blumen abfarmen. Hier schön nach oben steppen, die verdorbene Zone hier mitnehmen. Und dann geht's hier hin und das würde ich sagen, ist das Ziel fürs nächste Mal. Da kann ich heute nicht mehr aufnehmen, ich bin so süchtig gerade, aber was soll's. Freunde, danke fürs dabei sein, das war Horizon Zero Dawn. Ich bin verdammt süchtig nach dem Spiel, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle nochmal ein persönliches Dankeschön an Kevin aka Suyeon Kamora für den großartigen Support per Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank, Mann.